54, 74, 90, 2006, das war mal ein Lied von den Sportfreunden Stiller und das haben sie auch für 2010, also für die nächste WM gesungen, hat alles nicht geholfen. Und jetzt, wo sie es nicht gesungen haben, steht Deutschland so dicht wie noch nie vor dem nächsten WM-Titel. Am Sonntag gegen Argentinien ist es nämlich soweit. Da wird sich entscheiden, ob es den vierten Titel für die deutsche Nationalmannschaft gibt. Und wir haben in Würzburg mal rumgefragt, ob das passiert oder nicht. Ich weiß nicht, ob Deutschland Weltmeister wird, weil sie wirklich einen Lauf gehabt hat. Und Brasilien war nach dem 1:0 geschockt, dass sie nicht mehr gewusst hat, was abgeht mit dem Ausfall von Neymar. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist viel zu gut gelaufen. Es wird wahrscheinlich ganz eng auf Elfmeter ausgehen. Und das wird dann das Glück entscheiden, ob der Neuer alle hält. Hallo, Deutschland wird auf jeden Fall Weltmeister, ja, weil erstens, was sie uns schon bewiesen haben, wie gut sie spielen können. Und haben die nicht sogar, ich glaube, die haben noch nie gegen Argentinien verloren, oder? Das heißt, ja, 3:0 würde ich sagen. Ja, die Fragen kann ich nicht beantworten. Ich wünsche denen das. Ich lese hier gerade einen Artikel in meiner Haus- und Hofpostfilie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hoffe nur, dass sie Weltmeister werden. Sie hätten es vom Spielerischen her verdient, aber das weiß man eben nicht. Gucken werde ich, aber bin selber gespannt, wie es ausgeht. Also im letzten Spiel waren sie ja ziemlich gut gegen Brasilien und deswegen glaube ich, dass wir auf jeden Fall gewinnen können, wenn sie da auch so spielen. Ich denke schon, dass Deutschland Weltmeister wird, weil... Bitte bleib hier. Nee. Weil wir sehr viele qualifizierte Spieler haben im Vergleich zu Argentinien. Argentinien hat eigentlich fast nur zwei. Lionel Messi und den zweiten Namen habe ich vergessen. Wir haben einen Müller, der für Überraschung gut ist. Wir haben einen Klose, der herausragend spielt und der vielleicht sogar in sein 17. WM-Tor schießen wird. Insofern bin ich fest davon überzeugt, außerdem haben wir den Spirit. Wir haben den Willen, weil wir haben jetzt die letzten zwei, drei WMs leider unglücklich nicht gewonnen. Insofern sind wir dran. Ja, wir hoffen, dass Deutschland Weltmeister wird. Und warum? Meiner Meinung nach ist die deutsche Mannschaft das geschlossenste Team und müsste aus diesem Grund dann spielerisch auch überzeugen. Ich würde sagen, dieses Mal weil Deutschland. Argentinien ist auch sehr stark, keine Frage. Aber ich glaube, unsere Jungs haben es dieses Mal wirklich gut gemacht.